Hey, meine Rabauken, wir spielen als absoluter Supernoob dem Armdrücken-Simulator. Allerdings haben wir das beste Haustier im Spiel gekauft. Auf einer illegalen Website, die ich jetzt hier nicht bewerben möchte, haben wir uns dieses Haustier extra gekauft. Das hat 25 Millionen Power. Ob wir damit das Spiel direkt durchspielen können, erfahrt ihr am Ende des Videos. Lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert natürlich auch den Kanal Abfahrt. Boah, ich bin sehr gespannt, wie viel Power wir jetzt kriegen, wenn ich das erste Mal drücke. Ich bin übrigens auf Ebrus Account, ne, weil die hat 0, 0, 0, 0, Full, 0, noch nie das Spiel angerührt. Und ich drücke mal. Ich habe das Beste aus, weil ich habe es gar nicht ausgerüstet. Boom. Ghost Beacon. Sieht gar nicht so, okay, ich meine, im Vergleich zu den Standardhaustieren hier, sieht schon das, übrigens, er sieht aus wie ich, sieht schon sehr gefährlich aus, das beste Haustier im Spiel. Wir drücken mal, ich drücke einmal, 31 Millionen, mit einmal drücken. Also, wenn ich jetzt nicht doof bin, sollten wir doch mit 63 Millionen Stärke direkt den Boss besiegen können. Geil, geil. So, wir brauchen 15.000 Wins. Okay, dann lass uns doch direkt mal in die nächste Welt spielen, oder? Abfahrt. 12 Sekunden später. 15.000 Wins. Und wir können nach ungefähr einer Minute schon in die nächste Welt. Aber es gibt ja viele andere Neuigkeiten. Warte mal, wir haben auf jeden Fall ein paar Schlüssel hier freigeschaltet. Man kann ja diese Arme ausrüsten. Wir haben bisher aber noch keinen Arm. Die geben nochmal zusätzlichen Stärke-Boost. Diese Kisten müssen wir öffnen, aber wir sind ja ein Noob. Das heißt, wir haben noch keine Robux. Wir haben nur unser OP-Haustier. Wir haben aber 5 Rostkisten und auch 5 Rostschlüssel. Das heißt, die öffnen wir jetzt alle mal. Sowas haben wir rausbekommen. Ja, 5% Boost, 8% Boost, 17% Boost, einen Void-Arm, leere Arm. Der sieht doch gar nicht ungefährlich aus, ey. Sehr, sehr schick. Okay, wir haben außerdem verschiedenste Geschenke, die wir hier beanspruchen können. Na, das Haustier wollen wir, glaube ich, nicht. Das bringt uns ja für euch gar nichts. Wir haben außerdem auch das Glücksrad. Das wollen wir natürlich auch drehen. Oha, hä? Ich habe 10 Blitze bekommen. Das ist neu. Das kenne ich gar nicht. Oh ja. Mal 100. Ich habe 3 Milliarden Stärke. Junge, was ist mit diesem Spiel los? Okay, wir drehen mal alle Dinger weg. Wieder. Wie viel habe ich jetzt? Ach so. Mal 100. Aber hat sich gar nicht verändert irgendwie, ne? Ach, ich habe 100 bekommen, aber durch das Haustier wurde das so krank geboostet. Ich habe erstmal ein Schloss an meinen Goliath Ghost Beacon gebaut. Nicht, dass ich den aus Versehen löschen sollte. So, ja, wie geht's denn jetzt hier weiter, Leute? Da würde ich sagen, gehen wir mal zum Bizeps-Training. Da können wir direkt die Größte ausrüsten. Und jetzt, passt auf. Oh mein Gott. Hä? Wie viel kriege ich denn da jetzt? Wird mir gar nicht angezeigt. Das buggt, glaube ich. 6 Milliarden! Ich kann doch jetzt schon die Schurken-AI besiegen, oder nicht? 41. Ja, hä, kann ich halt wirklich. Wartet mal. Junge, hä, wir haben gefühlt in unter 5 Minuten das hier durchgespielt. Die ersten... Oh, wir aktivieren Liegen für dich. Jawohl, wir haben Liegen. Das hört mich eigentlich gar nicht, aber egal. Oh ja, du kannst jetzt ein Liegen kämpfen. Okay, es gibt ein Event-Haustier. Und dafür müssen wir den Ripper-Dog oder den Strandboss besiegen. Würde ich sagen, gehen wir mal rein oder einmal den Ripper-Dog besiegen. Das ist der hier, da sind wir gerade zufällig. Den können wir doch locker flockig mockig besiegen. Zack. So, du hast ein Event-Ei. Jetzt öffnen wir mal das Event-Ei. Bumm. Vielleicht kriegen wir da was ganz Gutes raus, ne? Lava-Fuchs. Was kann der denn? 750. Naja, ist jetzt im Vergleich zu 25 Millionen vielleicht nicht so big, aber wir rüsten ihn mal aus, ne? Ja, passt auch ein bisschen lavamäßig, muss man fairerweise sagen. So, was ist denn das hier für eine Maschine? Die kenne ich ja noch gar nicht. Goliath. Ah, hier können wir Haustiere zu Goliaths machen, so wie unseren Goliath Ghost Beacon. Der wurde bereits zu einem Goliath gemacht. Das ist ja auch das beste Haustier im Spiel. Es gibt jetzt sogenannte Quests. Wenn ich die abschließe, rollen sie 5 Diamantkisten. Wie soll ich das denn machen, Bruder? Ich habe nicht eine einzige Diamantkiste, geschweige denn einen Diamantschlüssel. Na okay, auf jeden Fall das schaffen, kriegen wir Tickets, Zahnräder und einen 30-Minuten-Boost. Diese Zahnräder sind relativ wichtig, weil du kannst jetzt Haustiere dir craften. Guck mal, da brauchen wir diese Sachen. Aber ihr seht, im Vergleich zu meinem Haustier natürlich nicht so krass, ne? Aber kannst du hier halt machen. Mit Tickets kannst du dann auch Sachen machen. Und hier, das kannst du einmal drehen. Das machen wir mal. Da kriegen wir Zahnräder raus. Wir werden jetzt aber... Ja, okay, ein Zahnrad. Okay, danke. Wie viel brauche ich für diese Dinger? 250, das lohnt sich ja null. Man kann jetzt auch irgendwie Bosse besiegen.
Zeus, griechische Welt, Welt 1, Champion. Aber was passiert, wenn ich alle besiege? Boss-Index, also das sind halt alle Gegner, die es gibt. Wir haben ja bereits, guckt mal, also griechisches Event, das haben wir noch nicht gespielt. Hier haben wir direkt den Boss besiegt, deswegen 1 von 5. Hier haben wir den Ripper-Dog für das Event-Eye und den Boss besiegt, das heißt hier auch 2 von 5. Das heißt, jetzt sind wir gleich bei der Strandwelt, okay. Wahrscheinlich kann man das freischalten, wenn man das schon so komplett voll hat. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Spur, die geben uns ja auch einen dicken Baba-Boost. Wir haben 4 Millionen Wins, dann rüsten wir mal uns Regenbogen aus. Und wir können auch dick rebirthen. So, ja, wir gehen mal komplett durch. Mal sehen, wie oft wir können. Ah, das war's schon. So, wie viel machen wir jetzt mit einem Training? Warte mal, müssen wir aber zu Bizeps rein hier. Rüsten das Beste aus. Ja, 20 Millionen, Milliarden. Das ist schon ganz geil. Oh, griechische Welt. Was hat's mit der griechischen Welt auf sich, Freunde? Ich würde sagen, da sollten wir mal reingehen, oder? Zack, griechische Welt. Okay, was haben wir hier für Bizeps? Ah, ist alles auf Null. Aber das sollte ja mit unserem Haustier eigentlich kein Problem sein. Wir rüsten das Schlechteste aus. Trainieren zweimal. Rüsten das Beste aus. Okay, es gibt einen Event-Shop im griechischen. Oha, Medusa. Ah, für Tickets. Aber wir haben erst 2 Tickets. Das können wir uns im Universum nicht leisten. Wie teuer, also, oh, yo, Herkules, Medusa, Kratos, Poseidon, Zeus. Okay, das ist geil, aber da brauchen wir arsch viel Stärke. Der meint hier was von QI. B, na, den können wir auf jeden Fall besiegen. Wie teuer sind denn die Haustiere hier? 6.000, 3 Millionen? Boah, 550.000, das ist schon Big Baba, ne? Lass mal, warte mal, den Herkules sollten wir ja eigentlich schon besiegen, oder? Lass mal loslegen. Ja, locker flockig, zack. Ein Win kriege ich bei Eis, steht da drüber. Ein einzigen Win. Ein QA. 20 Millionen Wins. Na, das sollte doch kein Problem sein. Fetzen wir mal die Schurken-AI ein bisschen weg, um direkt an in die nächste Welt zu kommen. Wie kriege ich einen Pro? 1,9 Millionen. Nicht schlecht. Da haben wir auch schon die 20 Millionen. Zack, ab in die Strandwelt. Okay, wir machen wieder den typischen Move. Ah, wir können schon das Stärkste ausrüsten. Na, können wir uns ja direkt sparen. So, wie viel machen wir jetzt? 120 Milliarden Stärke mit einem Haustier, ohne einen einzigen Robux ausgegeben zu haben. Was ist das für eine Potion? Das war, dass wir, ja, hier, ah, leere Haustiere. Naja, aktivieren wir mal, aber wir haben jetzt eh nicht vor, groß Haustiere zu ziehen. Wir haben ja schon das Beste, ne? Oh, was ist er denn? Das ist ein Krakenboss. Das ist, oha. In 1 von 100 Kämpfen kriegt man so ein Zeus-Haustier. Hardcore. Doppelte Belohnung, dreifach Luck. Unmöglich, fünffach Luck. Okay, wie viel wollen die denn? QA, da sind wir bei QA, okay. Krake müssen wir ein bisschen trainieren noch. Kriegt man aber hin, gar kein Problem. Also, wir wollen definitiv mal gucken, was die hier trauen. Ja, erstmal wollen wir komplett durchrebirfen, oder? Weil da kriegen wir halt auch einen dicken Baba-Stärke-Boost. Ja, nice. So, wie viel kriegen wir jetzt? 160 Milliarden, Alter. Okay, geil. Wir brauchen für den Besten QA. Okay, das ist tatsächlich schon relativ schwach. T, 217 T, 25 T, 1,9 T. Okay, den fetten Piraten können wir jetzt schon besiegen. Schritt Nummer 1 jetzt in dieser neuen Welt. Wir müssen erstmal 25 Millionen Wins verdienen. Haben wir verdient, denn ich habe gesehen, du kannst dir Kisten mit Wins kaufen. Zack. Nee, warte. Zack. So, und da wir ja bereits einen Silberschlüssel haben, können wir jetzt diese Silberkiste öffnen. Bitte was Lila Gold. Oh, fast ein... Ey, zwischen 1 und 3%. Und ich krieg den 25%. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Wirklich, das ist ja geisterkrank. Mann, ey. So, 5... Ah, das ist stark. Das ist mehr. Das ist dreimal so stark wie mein bisheriger Arm. So ein Mumienarm, Junge. Was haben wir hier freigeschaltet? Na, Quatsch, nur ein Haustier. Braucht man nicht. So. Boah, sein Haustier sieht auch wild aus, ne? Aber sein Haustier ist ein Witz gegen mein Haustier. Es sieht auch stark aus. Aber es ist nicht stark. Ne, so wie dazu. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, wir wollten sehr viele Wiedergeburten rocken. Das heißt, wir schnabulieren uns erstmal ein paar Wins, indem wir kämpfen gegen den fetten Piraten, würde ich sagen. Abfahrt. Ich habe ja vergessen, es gibt die Bester-Freund-Verzauberung. Wir sind jetzt gerade noch in der Welt davor wieder am Verzauberungstisch. Bester Freund 2 beispielsweise heißt, ich habe 10% Stärke meines besten Haustieres. Das heißt, das wären hier 2,5 Millionen, was natürlich immer noch absolut extrem ist, obwohl es nur 10% sind. Das heißt, wir shabba-rabbern hier Bester Freund zweimal auf den Lava-Fuchs. Und dieser Lava-Fuchs hat damit einen Bester-Freund-Bonus von 2,5
Millionen. Das heißt, ja, obwohl der relativ schwach ist, ist er damit natürlich komplett OP. Aber wir brauchen natürlich noch ein Haustier. Eigentlich ist es komplett egal, welches Haustier wir nehmen, weil, also wie stark die jetzt sind, ist, oh, sogar einen epischen gezogen, ist am Ende des Tages, wir können eigentlich sogar, weil wir könnten auch den ziehen, der hat bester Freund 5, aber es hat nur, also wir haben 44 Eier, warte mal, das ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir den ziehen. Let's go, wenn wir den ziehen, bester Freund 5 hat, glaube ich, 100% Stärke, das heißt, wir hätten einfach noch ein Haustier, was 25 Millionen hat, das wäre natürlich geil, aber da müssen wir jetzt sehr viel Glück haben, ne? Lava Drache, ey, uiuiui. Okay, wir haben gerade schon mal den Lava-Tiger gezogen für 5%. Lava-Katze in Gold einfach. Wir wollen aber den Lava-Drachen. 20 Minuten später. Wir hatten leider kein Glück. Unser letztes Ei. Ach, das wäre so geil gewesen. Wir haben so viel rausgezogen, aber nicht das, was wir hätten rausziehen sollen. Mann, ey. So, wir stellen mal alles her. So, na gut, dann nehmen wir jetzt hier irgendeinen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal eine beste Freunde-Verzauberung. So viel steht. Fest. Bester Freund 1, ne? Kann man nehmen. Ist aber natürlich jetzt nicht so geil, ne? Bester Freund 3, 15%. Jawollo! Ah, da brauchen wir ein paar neue Rebirths, Alter. Aber können wir, glaube ich, machen. So, jetzt müssten wir genug haben. Dann nehmen wir den Laberfuchs natürlich mit bester Freund 3 bestätigen. So, nochmal bester Freund 3 back to back. Gar, ey, jetzt haben wir richtig Glück gerade mit den Verzauberungen. Wir müssen wieder Rebirths machen. Wir bezahlen die Verzauberung mit Rebirths. So, nochmal bester Freund 3. Zack. Wir können ja eh nur 3 Haustiere ausrüsten. Das heißt, wir rüsten jetzt natürlich unsere Ghost Beacon aus. Und dann rüsten wir aus die beiden Lava-Tiger, Lava-Füchse. Genau, Lava-Füchse, denen wir bester Freund 3 gegeben haben. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Also die haben 15% davon. Das ist schon heftig, da konnten wir uns von 25 Millionen auf 32 Millionen verstärken, ey. Das hat schon sehr viel gebracht tatsächlich, geil. So, dann gehen wir mal weiter, Leute. Wir haben noch viel zu tun. Wir versuchen nochmal unseren Arm zu verbessern. Ich habe 3 weitere Silberkisten. Buff, Ripped, Arms, 2%. Ja, ja, weg da. Oh, verdreifacht. Zack. Wie viel machen wir jetzt beim Training, Leute? Boom! 191b. Geil, 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 geil. Dann kümmern wir uns mal um den freundlichen Hai und geben den eine orbitale Klatsche. Links, rechts, bam, bam. So, 2,2 Milliarden. Vince, die Frage ist, was machen wir mit dem Vince? Eine neue Spur kaufen vielleicht? Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Lass mal gucken, wie thirsty, wie teuer die neueste Spur ist. So, da befinden wir uns bei 9,3 Milliarden. Gib nochmal 10% Boost, ich meine, können wir eigentlich auch rebirthen, oder? Bringt ja wahrscheinlich viel mehr, oder? Wie oft kann ich jetzt dafür rebirthen? Lass mal, oh, safe oft, ne? Okay, lass noch 3-mal den Hai besiegen, komplett durch rebirthen. Dann kriege ich einen richtig dicken Baba-Boost. Und dann sollten wir uns hochtrainieren und sollten eigentlich ohne Probleme den Boss besiegen können. Ich denke, wir haben genug, um einmal die Spur zu kaufen. Ja, eine Geldspur, Leute. Warum nicht, ne? Sieht nicht wirklich aus wie... Ja, doch, ein bisschen sieht schon aus wie Geld. So, und jetzt hauen wir noch ein paar Rebirths rein. Jetzt sind wir auch im Super-Rebirth-Bereich. Was vielleicht auch gar nicht so doof wäre. Aber wir trainieren mal und gucken, wie viel wir bekommen. So, hier oben muss man gucken. 1,8T pro Ding. Okay, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Wir brauchen insgesamt 1700 T, 20 haben wir schon. Probieren wir uns mal an dem Boss, den Krakenboss. Aber die Anzeige gerade verbuggt ist, pulverisieren wir ihn. So, jetzt müssen wir sparen auf 5 T Wins. Das kann tatsächlich ein bisschen dauern, sonst kommen wir nicht in die nächste Welt. Let's go. Da mache ich aber direkt mal... Oh, ich habe irgendwas bekommen. Nice. Da mache ich aber direkt mal... Oh, das kann ein bisschen länger dauern, Leute. Aber zum Glück haben wir einen Double Win Booster. Wir haben aber nicht nur den Double Win Booster, nein, wir haben Haustier-Teams gemacht. Und zwar einmal unsere OP-Haustiere, klar, die halt sehr, sehr stark sind. Und einmal Gewinner. Was bedeutet Gewinner? Das sind Haustiere mit einer Gewinner-Gewinner-Gewinner-Verzauberung. Das heißt einfach, wir bekommen mehr Wins pro Fight. Das ist auch noch nicht unpraktisch, sag ich mal. Zack, da kriegen wir nämlich 38 Milliarden. 6 Stunden später. 5T, meine Rabauken. Das heißt, wir können in den nuklearen Bunker. Und jetzt sind wir wirklich jetzt schon an der Stelle angekommen, wo ich gar nicht mehr selbst weitergespielt habe. Also ab hier ist für mich auch alles neu. Wichtig, zuerst müssen wir natürlich unser Gewinner-Haustiere wegschmeißen, aber erstmal nicht mehr ausrüsten. Jetzt unsere OP-Haustiere. So.
Wir trainieren erstmal nebenbei ein bisschen. So, und nochmal neu. Zack. So, jetzt trainieren wir hier ein bisschen und gucken mal, was wir hier Neues haben. Also, es gibt ja hier diese Maschinen, Mutantenmaschinen, aber unser OP-Haustier ist schon ein Mutant, also dementsprechend müssen wir das gar nicht benutzen. Wir haben ja, wie gesagt, das beste Haustier, damit kann man ja nichts mehr machen, ist klar. 50 QI-Siege brauchen wir, um in das nächste Gebiet zu gehen, was ich noch gar nicht selbst kenne. Mir wurde allerdings gesagt, was hier am besten ist, ist dieses Teil hier. So, jetzt sollten wir automatisch trainieren, genau, da verdienen wir 77 T, steht hier, aber wir kriegen natürlich viel mehr. Wir kriegen, warte mal, Alter, 600 T kriegen wir, oder? 600, ja, 600. Oh, das ist lecker, das ist lecker. Geil, 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 geil. So, was brauche ich denn für diese ganzen Atzen hier? Also, für den brauchen wir 622 T. Nix. Für den brauchen wir 4 QA. Na, das ist ungefähr das, was wir haben. Und für den brauchen wir 30 QA. Wir kriegen aber sehr viel. Das heißt, den können wir auf jeden Fall besiegen. Das heißt, wir besiegen gleich mal den Vollstrecker. Den habe ich auf meinem Hauptprofil da nicht mehr besiegt. Das ist das Geile. Und ich sage jetzt was wichtig. Und das ist nur an die, die das bis hierhin sich angeschaut haben. Ihr könnt dieses Haustier, also den hier, den Ghost bieten. Den verlose ich. Das beste Haustier im Spiel. Schätzungsweise muss man für dieses Haustier 100.000 Robux ausgeben. Ich verschenke es an einen von euch. Wie könnt ihr gewinnen? Ganz einfach. Ihr schreibt einen Kommentar unter dieses Video mit erstens eurem Roblox-Namen und zweitens, warum gerade ihr dieses Haustier gewinnen solltet. Dann werden wir einen auslosen, nur der das dann kostenlos bekommt, der das dann Robux einfach übertragen bekommt. Easy, ganz locker, flockig. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr an der Stelle eine positive Bewertung abgibt. Aber da wird sich einer sehr, sehr freuen. Ja, bestes Haustier im Spiel. Ich weiß, ihr habt ja immer alle keine Robux. Da kommt man in dem Spiel, also selbst mit Robux kommt man ja schon nicht voran. Ohne Robux kannst du komplett eine Pfeife rauchen. Aber mit diesem Haustier seid ihr auf jeden Fall, wie seht ihr ja, ihr seid sehr schnell, ne? Da könnt ihr auch coole Haustiere spielen, die euren Freunden dann schenken und so. Und da könnt ihr euch alle und eure ganze Freundesgruppe hochboosten. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. So, wir haben jetzt 40 QA gleich. Bababumzen. Das heißt, wir können jetzt gegen den Vollstrecker kämpfen. Let's go. Den sollten wir ja nicht locker flockig besiegen. Zacka. So. Das ist ja schon mal sehr, sehr geil. Wie viel Wins habe ich denn? Weil wir können auf jeden Fall eine bessere Spur. Oh, ich habe ja selbst ein Kinder-AG, ich habe das gemerkt. Eine bessere Spur. 12T. Oh, wie viel Boost ist denn das nochmal? 25%. Na, da sage ich nicht nein gegen den RGB. Geil, 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 geil. Wie viel machen wir jetzt? Warte mal, wir müssen wieder Bizeps trainieren. Zu diesem Teil gehen. So. Jetzt machen wir immer noch 600. Hat gar nicht so viel geändert, ne, tatsächlich. Nee, manchmal machen wir 700. Wir machen so 650, würde ich ungefähr schätzen. Okay, sehr, sehr schön. Wie viel brauchen wir denn für den? 213 QA. Der ist auf jeden Fall schon ein bisschen stärker, ne? Ich habe 5 Goldschlüssel, fällt mir hier gerade auf. Das heißt, wir brauchen 5 Goldtruhen. Okay, die sind nicht so teuer. Warte mal, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ah, den können wir schon besiegen. Das ging so schnell, Alter. Ist ja krank. Let's go, Abfahrt. So, wie viel kostet eine Truhe? Das habe ich mir gar nicht gemerkt. 5, 18,3 T-Wins. Die Kiste ist sehr, sehr teuer. Kann das sein? Bin ich doof? Ah nee, 5B ist ja übel billig. Ich habe die Währung verwechselt, Leute. So, wir öffnen die erste manuell und den Rest dann instant, ne? Zack, öffnen. Gönsch. Oh, 1%. Da muss ich die anderen gar nicht mehr öffnen. Ja, öffnen wir einfach alle. Aber ich denke nicht, dass wir dazu noch was Gutes rausbekommen. Also nicht so gut wie das. Ja, wir haben sogar noch einmal Legendary rausbekommen. Aber Buff Venom. Ey, das ist eine Steigerung von 400% nochmal. Okay, müssen direkt testen. Wir trainieren Bizeps. Gehen zu dem Teil hier. Zack. Wie viel machen wir? Es laggt, hallo. Okay, 2. Ich bin zu stark. Hey, warte, ich mach arsch viel. Hey, warum bin ich dumm? Hä? 9? Ah, nee, 6. Ist immer noch 6, oder? Nee, es ist mehr. Warte mal. 1,6 oder so, oder? Ich mach... Hä? Hey, es ist viel mehr, aber ich bin gerade voll dumm. Warte mal, 160. Es hat sich also verdreifacht. Wir machen dreimal so viel wie vorher. Dieser Arm bringt ja anders was.
Und vielleicht kriegen wir jetzt von diesen Bossen schon den besseren, weil es gibt ja jetzt danach noch Diamant, Alter. Das wäre natürlich noch geiler, ne? Ja, das wär spitze. Okay, 213, ja, da sind wir ja bald. Dann können wir den Hulk ein bisschen plätten, ey. Wir sollten halt, Rebirths wird natürlich jetzt ab dem Zeitpunkt irgendwie auch noch Sinn machen, ne? Ja, guck mal, die kosten 220B. Und wir haben aber 25T, das heißt, wir haben sozusagen 25.000 B, ne? Und die kosten nur 220 B. Das ist natürlich sehr wenig. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar Rebirths durchschattern. Aber dann verlieren wir halt unsere ganze Stärke auch wieder. Aber für den brauchen wir 1,4 QI. Das heißt nochmal das, ja, siebenfache ungefähr. Der ist schon sehr, sehr stark. Lava-Drache, ich hab ihn first try. Ey, ich hab gerade noch Spaß, aber ey, Brudi, hör mal auf hier. Hör doch mal auf zu ziehen, was soll denn das? Ey, hallo? Junge, was passiert denn hier? So, alt. Ey, Bruder, er hört gar nicht mehr auf. Der Lavadrache mit bester Freund 5. 75% so stark wie unser bestes Pet. Alter Verwalter, wir müssen unser Team neu machen. OP, löschen, plus Ghost Beacon. Dann, wo ist der Drache? Wo ist er? Lavadragon. Ne, und dann nehmen wir halt natürlich hier noch mit bester Freund 2 den Lava-Fuchs rein. Erstellen. OP, OP, OP. Boom. Oh. Zack. Ey, wisst ihr, wie stark der eine jetzt ist? Mit bester Freund 5 hat der, keine Ahnung, Alter, 21 Millionen oder so. Ey, warte, das muss so viel ausgemacht haben. Wartet mal, dass ich den gezogen habe. Wie viel mache ich denn jetzt? 7? 2,5. Nochmal verdoppelt oder so. Geil. So, ey, wir sind jetzt aber schon stark genug für den Hulk, oder? Sind wir. Wir gehen rein in den Hulk. Komm ran auf den Meter, alter Hulk. Zack, let's go. Dich fetze ich doch locker, flockig weg. Boom, du kannst ja gar nichts, Alter. Zack. 1,1 QA. Warte mal, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil das heißt, wir können jetzt hier die Spur gleich updaten mit 11 QA. Boah, aber, na, 5%, ne? 5%. Ich glaube, nochmal so richtig heftig durchrebirthen wird es bringen. Aber dafür brauchen wir jetzt das andere Team, und zwar das Gewinnerteam. Das hat nämlich einen Win-Boost. Dann kriegen wir mehr Wins hier für den Kampf. Ey, wir werden das ganze Spiel in einer Folge durchspielen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Normalerweise lädst du hier 10 Parts hoch. Ihr seht das alles in einem Video. Mann. Das ist komplett. Das ist richtig geil, Alter. So. 25, 27 QA. Dann machen wir jetzt hier nochmal die 30 voll. Bababutze. So. Und jetzt sollten wir doch eigentlich... Na, lohnt sich eine Spur. Aber für 5%, Alter. 5% ist Quatsch, ich glaube. Das lohnt sich da auf jeden Fall nicht. Aber wir können hier jetzt... Warte, habe ich eine bessere? Na, man kriegt immer nur die Golddinger. Wir wollen aber Diamant und Smaragd, ey. Aber da müssen wir ins nächste Gebiet. Da müssen wir in das... Wo ist es? Hier. Flucht aus dem Bunker. Besiege Mutantenkönig. Na, okay. 50 Q-Events, ja. So, wir wollen, wir wollen richtig oft rebirthen. Wie oft können wir rebirthen? Was schätzt ihr? Ich wette, safe schon oft, oder? Weil wir haben 30.000 sozusagen und das kostet nur 220. Aha. Na, wir probieren mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, okay, 27 Mal. Geil. 27 Rebirths. Ich würde mal behaupten, das hat sich definitiv gelohnt. Okay, genau. Jetzt wollten wir trainieren. Genau, das heißt, wir nehmen das jetzt hier. Da machen wir jetzt... Ach so, warte, ich habe die falschen... Ey, ich habe gerade schon gewundert, ob ich so wenig war. Ich habe das falsche Haustier-Team ausgerüstet. So, wie sieht's jetzt aus? Oh, was? Alter, ich mache über 3 QA. 4 QA oder so. So, wir wollen jetzt aber unbedingt nochmal den Drachen ziehen, damit ich wirklich die perfekte Dreierkonstellation... Wir geben ja keine Robux aus. Die kompletten Dreierkonstellationen hier habe. Weil das ist schon nochmal ein heftiger Boost. Da müsst ihr überlegen, der hier hat so... 1 Million. Der hat 20 Millionen. Also ist schon nochmal ein sehr starker Boost. Und dazu müssen wir hier nochmal die Eier öffnen und nochmal den Drachen. Oh, ja. Jawohl. Nice. Sehr schön. Mal sehen, wie viel das einen Unterschied jetzt macht. Also, wir machen jetzt... okay, kann man... Okay, wir können es hier sehen, auch wenn der Wert natürlich multipliziert wird. 189T. So. Jetzt schmeißen wir mal unseren Lava-Fuchs raus. Zack, und schmeißt unseren neuen Lava-Dragon mit bester Freund 5 rein. Zack.
255. Verdammt, ich habe mir den Wert von davor nicht gemerkt. Wartet, Leute, ich muss aber den Wert von davor gucken. 194. Von 194 auf 255. Das ist schon eine dicke Baba. Verbesserung. Boah, geil. Jetzt haben wir ein richtig schönes Haustier-Team. Schaut's euch an. Der sieht aber richtig ungefährlich irgendwie aus, ne? Wo das beste Haustier im Spiel ist. Wirklich krass. So, wie viel haben wir denn? 1,2. Wir benötigen 1,4, wird empfohlen. Wir haben aber natürlich einen Autoklicker am Start. So, das heißt, wir rüsten mal unser Gewinner-Team aus, damit wir mehr Wins kriegen. Und gehen mal hier rein. Dann schauen wir, ob wir den Boss... Oh Mann, ich sehe nichts. Der mit seinen Haustieren da. Wartet mal, das kann man aber ausstellen. Ja, den besiegen wir doch locker flock. Ja, locker flock ich nicht, aber es ist ein bisschen eine Qual. Gewonnen. Oha, wie viel, hä? 1,2 QI. Wir brauchen 50 QI. Okay, locker flockig, aber wartet mal. Zuerst gehen wir mal die Settings und machen mal seine Haustiere weg. Das ist ja... Hier steht gar kein Mensch, das ist einfach raus... Ach doch, da! Ja, war die gar nicht gesehen. Aber wir müssen noch ein bisschen trainieren, müssen wir tatsächlich noch, damit wir den einfach schneller besiegen. Ne? Das ist klar. So, das heißt, wir trainieren Bizeps. Gehen jetzt hier drauf, so... Das letzte Duell zwischen mir und dem Mutantenkönig. Übrigens ist das Spiel so verbuggt. Guck mal, wie lange ich jetzt brauche, um den zu besiegen, obwohl es normalerweise viel schneller geht. Ich vermute, das buggt, weil ein anderer den auch gerade macht. Guck mal, hä, wie sinnlos. Ich krieg 12 mal die Sekunde. Schneller kann man gar nicht klicken, gefühlt. Also kann man schon, aber nur schwer. So, ich habe 49,9. Verdammt. Da besiegen wir aber den. Geht schneller und reicht definitiv auch. So, zack. Und wir reicht nicht. Wie wenig gibt der denn? Verdammt. Okay, müssen wir doch noch mal den Mutantenkönig besiegen. Guck mal, jetzt geht's plötzlich ganz schnell. Spiel da. Wieso nicht immer so? 50,2. Ne? Hallo? Ah. Wir sind in der Dinosaurierwelt. Okay. Okay, es gibt ein Baby, ein Dino, einen Archäologen, einen Stammesführer und ein Mammut. Okay. Es gibt hier diese Teile. Also die habe ich ja beim besten Willen noch nie gesehen. Was muss ich denn da machen? Achso, ich habe gar nicht genug Bizepsstärke. Warte mal, müssen wir ein bisschen den Bizeps mal trainieren? Oder auch nicht. Funktioniert gerade nicht irgendwie. Hallo? Okay, dann müssen wir manuell den Bizeps ausrüsten. Ach, hier gibt es gar nichts zum... was ist das denn? Es gibt hier Wände. Und die sind stark. Die sind sehr stark. Aber ich keine Bizepsstärke habe. Und was kriegt man da hinten? Okay, das ist ja wild. Okay, warte. Das heißt, wir müssen aber ganz kurz nochmal in die Welt zurück. Wir müssen unseren Bizeps nämlich trainieren. Ah, warte mal, mein Bizeps ist doch wie Sau trainiert. Warte mal. Da stand doch Bizeps, oder nicht? Ob ich jetzt doof. Lass nochmal hier zum Dino. Also hier brauchen wir... Ah, Schlagstärke brauchen wir dafür. Okay. Das heißt, wir trainieren hier mal ein bisschen die Schlagstärke. Aber auf wie viel muss ich denn die jetzt trainieren? Machen wir mal 30, sollte doch reichen, oder? So, Hammer. Zack. Jetzt gehen wir wieder, hier. Zack. Und jetzt gehen wir hier trainieren. Warte mal, wo sind denn die Teile? Hier. So, wir haben 31B. Da kann ich ja tatsächlich gar keins benutzen hier. Ah doch, das kann ich. Hä, aber da steht 250B benötigt. Aber jetzt trainiere ich doch plötzlich das hier. Alter, ich raff nix. Aber was ist jetzt das? Ah, hier trainiere ich meine Knöchel. Dann stimmt wahrscheinlich einfach das Symbol hier nicht. Kann das sein? Kann ich das Beste? Ich kann das Bett. Nee, warte, das ist nicht das Beste. Das hier ist das Beste. Ah, das können wir nicht. Okay. Das können wir auch nicht. Das können wir. Okay. Ah, okay. Ah, jetzt brauchen wir 135 Q. Das ist das falsche Symbol. Das sollte eigentlich der Bizeps sein. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Wir brauchen 135 QA. Hey, Brudi, mach mir nicht immer alles nach. Merkt ihr das? Der Typ macht mir alles nach, ey. Aber so richtig schnell trainiere ich da jetzt auch nicht, ne? Ich überlege, dass ich ja auch in der... Warte mal, habe ich eigentlich eine... Ah, keine Diamantkiste. Sehr schade. Die müssen wir auf jeden Fall noch freischalten. Können wir uns bei einer Spur noch... Bei einer Spur könnten wir uns massiv verbessern. Warte mal. Ich könnte mir die hier schnappen. 260%. Na, das sind dann... Na, das lohnt schon. Das lohnt safe. Rüst mal aus. Zack, klar. Wir könnten auch ein paar Rebirths Shepper-Rapper, ne? Aber ich würde sagen, wir behalten unsere Stärke erstmal. Ich würde gern 135. Das dauert mir aber ein bisschen zu lang. Ich glaube, das bringt's nicht. Und das hier bringt's, glaube ich, auch nicht. Da machen wir nämlich gefühlt gar keinen Schaden. Das macht gar keinen Sinn. Und was haben wir hier? Wen besiege ich denn? Wie viel brauche ich denn hier? Wie viel habe ich denn? 1,6 QI. Das ist QA, QI. Das heißt, wir besiegen eigentlich den Archäologen direkt. Wartet mal. Wir fangen... Hä? Was ist das denn? Wir fangen beim Billigsten an. Let's go.
Zack und rasiert. So, wir haben einen Rust-Key bekommen. Den wollen wir nicht, wir wollen einen Diamant-Key. So, jetzt den hier. Zack, Dino, nochmal ein Rust-Key. Danke für nichts. Jetzt hier den Archäologen. Zack, boom. Der hat gerade mal 200 QA. Achso, hier steht ja auch QA. Hm, vielleicht können wir den sogar besiegen, aber ich denke eher nicht. Aber wir testen mal. Ja, der hat 54 QI, den besiegen wir auf gar keinen Fall. Scheiße. Okay, der ist noch zu stark für uns. Wir rebirthen jetzt nochmal durch. Ich bin gespannt, wie oft wir können. Also, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mal. Ho, weitere 19 Mal. Prophet der Prophezeiung bin ich jetzt. Das war der Armdrück-Simulator mit dem stärksten Haustier des Spiels. Nicht vergessen, ihr könnt das Haustier gewinnen. Was ihr machen müsst, wisst ihr ja. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Wichtig. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.